must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, 'cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits you. Something new. So, ein wunderschöner Herbstabend hier im Oktober. Ich bin heute früher aus der Arbeit gekommen, denn ich möchte mich heute um meinen Käfer mal wieder kümmern. Da ich ja letztes Wochenende mal wieder auf der Autobahn stehen geblieben bin, möchte ich mich jetzt um die Lichtmaschine kümmern. Ich selbst habe das auch noch nie komplett alleine gemacht, aber ich habe es jetzt schon oft genug gesehen und deswegen traue ich mir das langsam zu. Ja, wir haben nachgemessen, die Lichtmaschine ist definitiv tot, die Kohlen sind noch okay. Danke an die ganzen Leute in den Kommentaren, die mir versucht haben zu helfen, aber leider, Kohlen sind es nicht. Die sind geprüft worden, natürlich als allererstes. Es sieht aber so aus, als ob die Lichtmaschine einfach abgeraucht ist und ja, deswegen kommt eine neue rein. Ich habe zum Glück Ersatz bei Marvin schon liegen und ja, ich würde sagen, los geht's, viel Spaß! So, wo fangen wir an? Das hier ist die besagte defekte Lichtmaschine. Ja, ich weiß, sie ist falsch montiert, aber nein, es liegt nicht daran, dass sie kaputt gegangen ist. Denn es war bereits nach den ersten 5 Kilometern schon Schluss und die Batterie war tot. Das heißt, diese Lichtmaschine hat nie funktioniert. Wir haben sie eingebaut, ohne zu prüfen. Das Ding gehört einfach nochmal ein Ding weitergedreht. Das zeige ich aber dann bei der richtigen Lichtmaschine. Also das nicht beachten, das hier ist definitiv falsch. Wir fangen an, wir nehmen hier den Riemen runter. Dafür lösen wir hier diese Schraube und nehmen das komplette Ding ab. Um diese Riemenscheibe runterzukriegen, gibt es einen Trick. Und zwar ist hier eine kleine Aussparung. Hier geht man mit einem Schlitzschraubenzieher rein, um quasi das Drehen zu verhindern, dass sonst dreht ihr quasi die Lichtmaschine die ganze Zeit, wenn ihr versucht, die Schraube zu öffnen. Hier mit dem Schraubenzieher rein und mit der anderen Hand quasi hier mit einer 21er Nuss aufdrehen. Das machen wir jetzt. Scheibe ist unten und der Riemen natürlich auch. Wichtig, was ich vergessen habe zu sagen, auch wenn die jetzt hier kaputt ist, aber sollte man trotzdem nicht machen, vor allem nicht mit der neuen, dann niemals die Lichtmaschine in die andere Richtung drehen. Wenn man eine Lichtmaschine dreht, bitte immer nur in diese Richtung. Niemals in die gegengesetzte Richtung. Einfach, um sie nicht kaputt zu machen. Es liegen einmal vor der Riemenscheibe und einmal hinter der Riemenscheibe solche Unterlagscheiben. Die alle aufheben. Danach müsst ihr den Riemen hier neu spannen und das wird mithilfe dieser Unterlagscheiben gemacht, aber dazu kommen wir dann, wenn wir wieder zusammenbauen. Jetzt geht's weiter mit folgendem Schritt. Wir müssen den Vergaser lösen. Dafür sind hier zwei Muttern zu lösen. Einmal hier und einmal parallel da drüben die zweite. Diese zwei Muttern hier einfach lösen, den Gaszug hier lösen. Das ist eine Schraube hier. Um es einfacher zu machen, nimmt er den Luftfilter davor auch noch ab. Der ist auch nur mit einer Schraube hier fixiert. Benzinleitung natürlich auch noch lösen, damit der Vergaser komplett runtergeht. Diese vier Schrauben hier von der Lichtmaschine lösen und das Lichtmaschinenband muss auch noch weg, die zwei Kabel noch weg und dann soll es gut aussehen. Let's try! Die ganzen Kabel sind gelöst. Hier hinten ist noch eine Masse, die darf man nicht vergessen, die muss man auch lösen. Ja, wie man sieht, sie bewegt sich schon nach draußen, aber ganz rausziehen können wir sie eben nicht,
aufgrund dieses Geweihs hier. Deswegen habe ich hier an den Seiten die beiden kleinen Schlitzschrauben waren das bei mir gelöst, wie man sieht. Der Gebläsekasten ist locker. Zu zweit wäre das wesentlich einfacher. Jetzt muss ich es irgendwie hochdrücken und die Lichtmaschine rausziehen. Und so ein Ding wiegt auch ein bisschen was. Aber alles in allem, es geht sehr gut voran. Es ist noch nicht mal dunkel. Ich bin jetzt seit ungefähr einer halben Stunde jetzt hier am Schrauben. Und ja, die Lichtmaschine ist gleich draußen. Alte Lichtmaschine ist draußen. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen klar Schiff und dann schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. So, kurzer Zeitsprung. Ich habe spontan Besuch bekommen vom Jens bei mir in der Garage. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr weitergemacht mit dem Käfer. Die Lichtmaschine ist jedoch komplett draußen. Sie liegt parat im Kofferraum. Ich werde sie zu Marvin bringen. Der hat nämlich noch eine rumliegen für mich. Jetzt gerade ist der Plan, Jens hat sich angeboten, mir kurz zu helfen, und zwar muss der Subaru aus meiner Schraubergarage raus, denn wir wollen über den Winter genug Platz haben für den Käferumbau, was auch immer wir da vorhaben. Deswegen muss der Subaru leider weichen, nicht für immer, nein, nur über den Winter. Er kommt in meine Tiefgarage, ich habe noch einen Stellplatz in der Stadt. Jens fährt gerade hinter mir, ich habe ihn die letzte Fahrt überlassen, dem Subaru, hat sich gefreut. Ab nächsten Jahr widme ich mich dann wieder dem Subaru. Ich habe enorm geile Pläne schon dafür. Ich bin nicht ganz sicher, ob das alles so umsetzbar ist, aber wenn, dann wird das echt ein richtig geiles Projekt. Ja, geht? Geht noch? Ja? Okay. Ja, wir sitzen auf. Aber geht. Geht. Ja. Alter. Ich will den gar nicht abstellen eigentlich. Ich will gar nicht, dass es vorbei ist. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now wishing. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking... Nicht nur du. Geht das von der Höhe? Ja. Ja. Du sitzt jetzt schon auf. Aber wo? Ja, mitten auf der Karosse. Wir stecken fest. Ja, warte, ich gebe mal ein bisschen Gas. What the fuck, Alter? Wer findet so eine Kacke? Haben sie damals extra besorgt. Jetzt ist gut. Da habe ich ihn. Wasserpumpe, alles losgehört und unten eine Schraubenscheibe. Das ist das neue Ding, auch wenn es nicht neu aussieht. Ja, stimmt. Was uns aufgefallen ist, das glaubt uns keiner. Vielleicht weiß das irgendwer, warum das so ist. Diese Lichtmaschine ist länger wie die neue. Wenn du es so hinlegst, sieht man das? Ja, sieht man. Warum? Also die ist 100 pro richtig, die neue. Aber die da war verbaut und die ist länger. Weil wurde es zu warm, das hat sich verzogen, ja. Die Länge. Ja. Die wurde einfach einmal zu warm gewaschen. Die hat der Marvin zu heiß abgeduscht. Jedenfalls, jetzt haben wir die richtige Größe. Steht uns nichts mehr im Weg. So, es ist jetzt ungefähr 9:30 und ja, neue Lichtmaschine ist am Start. Ich schiebe ihn jetzt raus, ein bisschen hier nach vorne, dass ich Platz habe hinten, und dann hänge ich die rein. Also im Grunde machen wir es einfach genau, wie wir es ausgebaut haben. Sprich, diese Lichtmaschine als erstes jetzt hier reinhängen. Das wird ein bisschen schwieriger, denn ich muss wieder den
die Bläsekasten hochdrücken dafür. Wichtig ist, die Lichtmaschine in der richtigen Position verbauen. Meine Lichtmaschine war am Anfang so verbaut, sprich die Anschlüsse waren quasi auf 11 Uhr. Ist falsch, verbaut gehört es einmal weitergedreht, dass die Anschlüsse auf 2 Uhr stehen und dann passen diese Löcher hier hinten auch wieder rein, die hier, und dann sollte das passen. So mache ich es jetzt. So, also wo sind wir? Ich habe es geschafft, die ganzen Kabel zu fixieren, an der Lichtmaschine zumindest mal. Die Zimtkerzen habe ich wieder angesteckt. Das Einzige, was jetzt wirklich noch fehlt, ist der Vergaser. Jetzt kommt der Vergaser drauf, die ganzen Kabel und Benzinleitung an den Vergaser, Luftfilter oben drauf und dann bin ich wirklich gespannt, ob das was wird. Wie spät ist jetzt eigentlich? Ich habe gar kein Zeitgefühl mal wieder hier in der Garage. Wir haben jetzt ja schon wieder kurz vor 11. Tja, so ist das leider oft. Wenn ich mal angefangen habe, will ich nicht mehr aufhören, deswegen mache ich jetzt noch weiter. Scheiß drauf, Donnerstagabend, was habe ich denn sonst zu tun? Was mir bei solchen Aktionen auch immer enorm hilft, wie jetzt hier zum Beispiel, wo ich nicht wusste, wie ich die Lichtmaschine ein bisschen weiter nach vorne kriege, damit das Lüfterrad hinten nicht schleift, seid tatsächlich ihr, die Leute, die meine Videos gucken und meine Arbeit auf Instagram verfolgen. Denn hier zum Beispiel, ich habe einfach in Instagram kurz eine Story gepostet von dem Lüfterrad, welches am Schleifen war. Und ja, es hat keine 5 Minuten gedauert, dann habe ich schon die ersten Antworten bekommen und eben die Tipps bekommen, mit denen ich jetzt hier das Lüfterrad richtig einstellen konnte. Also vielen Dank Leute, weiter so, ihr helft mir wirklich weiter, denn wenn ich hier nachts in meiner Garage sitze, scheitert es oft an Kleinigkeiten. Und da ist es gut, wenn ein paar Leute da sind, die eventuell weiterhelfen können. Dankeschön. So, Vergaser ist drauf, Luftfilter auch, Benzinleitungen sind angeschlossen, Verkabelung auch gut. Zu guter Letzt jetzt noch den Riemen wieder dran. Ihr mögt euch erinnern, wir haben über die hier geredet. Da kommen einmal hinter die Riemenscheibe und einmal vor die Riemenscheibe diese Unterlegscheiben. Damit spannt ihr dann den Riemen. Wie viele das sind, kann euch keiner sagen, das müsst ihr selber ausprobieren. Okay, also Motor ist komplett zusammengebaut, überbrückt habe ich schon, der Kia gibt ihm gerade Saft, die Stunde der Wahrheit ist nun gekommen, ich werde es versuchen, ich starte ihn und hoffe A, dass er startet und B, dass die Lichtmaschine läuft. So, ich bin echt nervös, Leute. Okay, Saft hat er, klar, er wird überbrückt. Okay, jetzt wird spannend. Okay, er läuft. Und jetzt stecke ich mal die Batterie ab. So, sie hängt nicht mehr dran und das Lämpchen leuchtet nicht. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Geil. Also, Lämpchen leuchtet nicht mehr. Käfer läuft. Hier kann man befreien. Die Lichtmaschine lädt meine Batterie. Oh, Gott sei Dank. Bin ich froh, Leute. Gebt euch das. Gibt es was Schöneres? Geil! So, ich habe ihn aus der Garage gefahren. Lichtmaschine leuchtet immer noch nicht. Sehr, sehr geil. Ich fahre jetzt noch eine kleine Runde, mindestens mal bis davor zum Kreisverkehr. Dreh mal ein bisschen. Aber Gott, allein diese paar Meter hier aus meiner Garage raus haben mir schon wieder so viel Spaß gemacht. Ich glaube, es wird vielleicht doch ein bisschen eine längere Probefahrt. Glaubt mir, ich bin so scheiße gut drauf. Die Kiste läuft, die Batterie lädt. Ah, schaut ihn euch an. So, Probefahrt. Ohne Scheiß, Leute, der Motor läuft so geil. Also ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich diesen Motor fahre. Ich bin noch nicht sehr viel gefahren, seit wir ihn eingebaut haben, aber jedes Mal wieder freue ich mich einfach, endlich einen Motor zu haben, der so sauber läuft. Also es ist jetzt irgendwie kurz nach Mitternacht, Donnerstagabend. Morgen wieder früh raus, aber ey, ganz ehrlich, ich könnte noch die ganze Nacht jetzt hier durch die Stadt fahren. Abgesehen davon, dass ich kein Kennzeichen und keine Motorhaube drauf habe, ich überall aufsetze und die Polizei generell schon sehr empfindlich in diesem Gebiet hier ist, ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Aber abgesehen davon,
Ich habe gerade den Spaß meines Lebens und ich bin aber nur so froh, dass ich es geschafft habe, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Jetzt noch ein bisschen Benzin holen und dann ab in die Garage. So, es ist wahrscheinlich stockdunkel und ihr seht gar nichts. Es ist irgendwie kurz vor eins, ich muss morgen wieder in die Arbeit. Außerdem ist die Batterie von der Kamera jeden Augenblick leer. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche noch einen mini kleinen Carporn zu machen. Da vorne ist schönes Licht. Schlaf wird sowieso überbewertet. Warum schlafen, wenn man ein schönes Auto hat, von dem man noch ein paar Aufnahmen machen kann? Vielen Dank fürs Reingucken und ja, viel Spaß noch mit dem Mini-Carporn. Ich weiß nicht, wie lange die Batterie hält. Wird wahrscheinlich nur recht kurz werden. Aber ja, danke fürs Reingucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! We'll be right back.